Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien wichtig werden. Ihr bedenkt bitte, es ist immer eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit dir in Resonanz gehen. So, hier haben wir schon mal die Kraft, die sich hier zeigt. Löwe-Energie. Dann haben wir hier den Teufel, Steinbock-Energie. Zeigt sich das Ass der Kelche und das Ass der Stäbe. An der Unterseite haben wir hier den König der Kelche. Also in erster Linie geht es hier auf jeden Fall um eine Konstellation, die zum einen für eine sehr kraftvolle Energie steht und zum anderen aber auch so ein bisschen Gefahr zeigt, in ein ungesundes Gleichgewicht zu geraten. Es könnte sich hier mit dem Ast der Kelche um das Thema Liebe, Emotionen handeln. Mit dem Ast der Stäbe zeigen sich hier Chancen, Möglichkeiten oder Asse zeigen immer Chancen und Möglichkeiten, die relativ plötzlich kommen, sehr auch viel mit Leidenschaft, mit Passion, mit Kreativität auch zu tun haben können. Und das Ast der Kelche steht hier für das Thema Emotionen, Liebe, Herzensangelegenheiten. An der Unterseite zeigt sich der König der Kelche. Das ist Skorpion, Fische, Krebsenergie, muss es aber nicht. Es geht um eine Person, die hier schon auf der einen Seite sehr emotional, hellfühlig, empathisch, liebevoll ist, aber auf der anderen Seite eventuell auch nicht unbedingt immer greifbar und erreichbar. Und heute könnte sich hier eine Konstellation aufzeigen, wo man irgendwie, mir fällt so ein bisschen so die Aussage dazu ein, ich habe dich hier zum Fressen gern. Es könnte sein, dass man heute wirklich so ein bisschen überrannt wird oder so geflutet wird von Gefühlen, von Leidenschaft, dass man irgendwie etwas oder jemanden unbedingt haben will, dass hier so ein bisschen mit einem so die Gefühle durchgehen könnten und hier auch eine gewisse Ungeduld mit drin hängt. Ich lasse jetzt hier mal noch zusätzliche Energien springen. Eine Klärungsenergie für die Kraft, eine Klärungsenergie für die Kraft. Ja, man hat nicht so unbedingt die Geduld in einer Angelegenheit oder jemand anderes hat hier nicht unbedingt die Geduld. Eine Klärungsenergie für den Teufel. Eine Klärungsenergie für den Teufel. Die Fünf der Münzen. Eine Klärungsenergie für das Ass der Kelche. Wieder der König der Kelche, Wahnsinn. Eine Klärungs- und dann haben wir hier die Acht, ja. Also hier kommt mir irgendwie wirklich das Thema Ungeduld rein. Ungeduld, entweder du selbst oder ein König der Kelche. Und man möchte hier einen Mangel, den man eventuell momentan spürt und wahrnimmt, einfach beenden. Und da könnte man so ein bisschen die Herausforderung haben, angepasst oder der Situation gerechtfertigt zu agieren und zu reagieren. Also seid heute ein bisschen vorsichtig. Es könnte halt sein, dass hier heute jemand auf euch zukommt, plötzlich unverhofft, ein König der Kelche oder jemand, der wie ein König der Kelche agiert. Und jemand oder du selbst bist es auch, die hier irgendwie nicht mehr warten will oder ein Gegenüber will in einer Angelegenheit nicht mehr warten. Man befreit sich hier aus einer gefangenen Situation, in der man sich aber selbst gefangen hat, ne? Also hier könnte es heute auch so ein bisschen, also im positiven Sinne kommt hier tatsächlich jemand in die Bewegung, da, wo ein gewisser Stillstand, eine gewisse Stagnation herrschte, weil man ja etwas überprüft hat, weil man mit sich ins Gericht oder zumindest man hat sich selbst reflektiert. Es ist einem etwas bewusst geworden. Man ist ja so in die Eigenkritik gegangen. Es kann aber auch sein, dass man heute so ein bisschen übers Ziel hinausschießt oder jemand übers Ziel hinausschießt, weil man eine gewisse Ungeduld in sich trägt. Also irgendetwas könnte entweder für dich oder für ein Gegenüber einfach zu lange gedauert haben oder zu lange dauern. Und das hat hier eine ganz massive emotionale, aber auch leidenschaftliche Komponente.
Und es kann halt wirklich sein, dass ein Gleichgewicht, ne, also hier der Teufel, der steht ja eigentlich für ein ungesundes Gleichgewicht, dass man hier so ein bisschen, ja, überrannt wird von Emotionen, von Gedanken, von Ängsten. Und mit den 5 der Münzen geht es hier ganz viel um das Thema des Selbstwertes. Ich fühle mich nicht gut genug, ich habe Ängste, ich fühle mich einsam. Und es könnte halt wirklich hier sein, dass sich jemand vielleicht auch wieder plötzlich unverhofft bei dir meldet, damit hast du schon überhaupt nicht mehr gerechnet. Und dann könnte es aber hier, da möchte jemand irgendwie etwas ganz haben. Also sowas kriege ich ja irgendwie rein, dass wirklich etwas sich lange hingezogen hat und auf einmal sehr plötzlich gehen könnte, weil man diese Wartesituation oder irgendwas eben nicht mehr aushalten kann. Ne? Also nehmen wir jetzt mal an, ein Herzmensch hat sich hier lange nicht bei dir gemeldet. Du wusstest nicht, woran du bist, könnte sich dieser Mensch auf einmal bei dir melden, wie aus heiterem Himmel, und dann gleich sagen, ja, okay, also das, da ist so, mir fehlt so ein bisschen hier so das ausgewogene Prinzip. Und dann könnte dir jemand vielleicht gleich die große Liebe gestehen oder lange nicht gemeldet und dann möchte man gleich auf einmal wieder alles. Und mir ist irgendwie hier so ein bisschen, fehlt mir das Gleichgewicht. Und da ist wirklich Vorsicht geboten, ne? Ich sag mal, wenn so ein Gleichgewicht nicht gegeben ist, von 0 auf 100, da muss man immer schauen, inwiefern das Ganze auch beständig ist, ne? Auch du könntest heute hier vielleicht in irgendeiner Angelegenheit so eine gewisse Ungeduld, du willst irgendetwas nicht mehr aushalten und warten müssen und könntest da eventuell auch, ja, ein bisschen, ja, ungeduldig auftreten, dich vielleicht auch bei jemandem melden, da könnten auch so ein bisschen die Emotionen mit dir durchgehen. Also heute nehme ich hier irgendwie ganz klar das Thema Ungeduld und ganz viel Passion und Leidenschaft wahr. Aber das ist wirklich, weil man etwas länger ausgehalten hat, weil man mit etwas länger im Mangel war. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Zusatzenergie springen. Macht der Fantasie und das Yin-Prinzip. Also das Yin-Prinzip ist erstmal das weibliche Prinzip. Das weibliche Prinzip steht ja für die empfangende Energie, für die abwartende Energie, für die passive Energie. Und die Macht der Fantasie, da schlage ich gleich nochmal im schlauen Büchlein nach, was die uns eigentlich sagen möchte. Und an der Unterseite haben wir hier die höhere Macht. So, also ich schaue jetzt hier gleich nochmal nach, was uns die Karten hier sagen wollen, weil alle habe ich hier tatsächlich nicht im Kopf. Die Verwirklichung von Träumen, kreatives Denken, aber auch die Gefahr der Illusion. Genau, Wunschdenken und aus einem Gefühl des Mangels geborene Illusionen haben sich in deinem Leben eingeschlichen. Und das ziemlich genau. Also hier könnte es auch wirklich sein, dass du dir vielleicht auch die ganze Zeit etwas gedacht hast. Na, die Gedanken. Und jetzt aber die Zeit ist, dich wirklich aus der Angst zu lösen und dir, also dich auch in Geduld, also ich kriege hier irgendwie ganz viel das Thema Geduld rein, dass du hier wirklich schaust, dass du nicht in negatives Denken kommst oder dir etwas Negatives ausmalst und aufgrund deiner Ängste dann eventuell Handlungen machst oder jemand anderes könnte das auch tun. Weil man dann vielleicht in eine Verlustangst kommt oder irgendwas. Also mir ist heute irgendwie ganz viel das Thema Gleichgewicht hier. Ne? Also es geht um, es fügt sich letztendlich alles. So nehme ich das hier wahr. Genau, worauf lenkst du deine Energie und Aufmerksamkeit? Ne? Also es geht auch hier darum, alten Groll, alte Wut hinter sich zu lassen, zu vertrauen. Und wirklich, ja, darauf zu vertrauen, dass sich letztendlich alles fügt, wie es für dich am besten ist. Also lass dich, wenn du jetzt hier diejenige oder derjenige bist, der heute so eine gewisse Ungeduld in sich trägt, versuche dich ja abzulenken. Also hier ist wirklich der Hinweis, passiv zu bleiben. Und wenn jemand anderes hier auf dich zukommt und sich vielleicht länger nicht gemeldet hat und dann auf einmal eine Entscheidung von dir möchte oder ne, versuche das Ganze relativ klar zu sehen. Ne? Also mir fehlt heute hier, wie gesagt, so ein bisschen das Gleichgewicht. Ne? Sei bedacht, gehe vor allem auch viel in die Natur raus.
Also hier geht es wirklich auch ganz viel darum, so eine Ruhe in sich selbst zu bewahren. Und ja, eben auch Dinge nicht aufgrund von alten Ängsten vielleicht anders zu sehen, als sie tatsächlich sind. Also auch wirklich hier versuchen, eine klare Linie und klare Gedanken. Das ist hier, das nehme ich hier ganz, ganz doll wahr. Dich auch mit den eigenen Gefühlen nochmal auseinandersetzen, auch hier gerade so das Thema Ängste, dich vielleicht auch von alten Ängsten zu lösen, gerade auch von altem Mangeldenken, wo stellst du dir eventuell auch selbst immer ein Bein und dich hier wirklich auf dich zu fokussieren und dich mit dir ganz stark selbst auseinanderzusetzen. Ne? Also auch hier eine gewisse Selbstkritik, auch speziell die eigenen Emotionen anschauen, wenn es jetzt hier nicht um jemanden geht, der heute hier eventuell auf dich zukommt oder jemand, der in dir auch gewisse Ängste und Unsicherheiten auslösen könnte. Also versuche hier eine Sache ganz klar auch wirklich zu betrachten und zu analysieren. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, bleibt mir alles schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.